Es gehen wir in die Wüste, deswegen, weil hier auch andere Arten von Gegner kommen werden. Oder auch nicht. Habe ich lieber mal gespeichert, weil ich einfach Angst habe, dass wir zu viel aufs Fressbrett bekommen. Ihr dürft eigentlich nicht so wehtun. Der Magier, der macht mir so ein bisschen Angst, weil wir haben auch keinen wirklich, der richtige Magieverteidigung hat, außer Ark selber, weil er halt ein Magier ist. Und Magier haben halt eigentlich gute Magieverteidigung, aber wie kann man Magieverteidigung eigentlich verbessern? Nochmal gerade das Mikrofon ein bisschen näher, weil ich ganz leicht merke, dass es doch ein bisschen weiter weg für meinen Geschmack. Wie verbessert man in dem Spiel Magieverteidigung? Wie viel haben wir denn hier? Magieabwehr 21, 17, 25, 27. Das hängt, glaube ich, von den Klassen einfach ab, ne? Was mir auch so auffällt gerade, was mich so ein bisschen stört, guckt mal auf den Zeiger, auf den Finger. Wenn ihr das in 4K guckt, auf dem 4K-Bildschirm, dann seht ihr das besser. Ich glaube, in HD oder Full HD oder so sieht man es gar nicht. Aber der hat einen leichten weißen Rand. So von wegen, das war ein PNG oder ein JPG, besser gesagt, mit weißem Hintergrund. Und da hat man einfach den weggemacht mit einem Tool. Und dann bleibt bei dem Transparenten noch so ein weißen Rand über. So sieht das aus. Was natürlich keinen Sinn ergibt, wenn man nachdenkt, dass die das hier alles halt das Spiel selbst gemacht haben und alle Assets halt selber gemacht haben, macht das sowas von keinen Sinn. Außer es würde Sinn machen, wenn sie dass sie das hier für 4K verbessert haben und so, dass sie den Finger wirklich nur mit einem weißen Hintergrund hatten und das einfach entfernt haben, den weißen Hintergrund, und nicht gut genug anscheinend. Sonst macht das gar keinen Sinn, dass da so ein weißer Rand ist. Außer es soll ein weißer Rand sein. Also es soll ästhetisch so aussehen. Dann frage ich aber, wieso? Das ist eine große Frage dann. Weil das macht ja an sich so gar keinen Sinn. Ich habe jetzt nicht geachtet, wie viele Dinger ich noch habe. Was ist denn hier los? Den Hinterhalt finde ich jetzt nicht so prickelnd, weil da müssen wir unsere Dings verändern. Unsere, halt wie wir stehen. Unsere Position. Dann geh du mal nach vorne. 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 Du kannst, ist gerade egal, weil du sollst heilen. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass die hier alle verrecken, mache ich mal ein Vitra auf alle. Ihr Penner! Dann machst du mal ein Vita auf alle. Und ihr haut da mal gekonnt drauf. Na, am besten auf beide. Also beide auf einen. Falls einer den anderen als Refia zum Beispiel, weil sie ist ein bisschen schwächer als die anderen, so ein Magier nicht besiegen kann. Damit wir ja schon mindestens ein Magier weg haben, aber das sind alles so Sachen, die keine Relevanz haben, weil wir haben das hier schon gewonnen. Was ich glaube, das hier ist für später. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Ich kann mir schon denken, wofür das ist, ich werde es aber nicht sagen. Heil dich mal. So, dann gehe ich schon mal auf die Karte gucken. Dann ist hier eigentlich schon. Was ist denn hier? Auch ein See. Ich wollte gerade sagen, da ist hier eigentlich Ende im Gelände, aber hier geht es ja noch weiter. Ja, du greifst den Pudding an, der Rest greift den Quoker an. Weil der Pudding, der ist sowieso down, wenn Luneth hinten angreift. Weil Luneth hat irgendwas, was dem schwarzen Pudding nicht so gut gefällt.
Sei es einfach nur die pure Angriffskraft von Loon jetzt oder irgendwie eine Waffe, die der nicht mag, der schwarze Pudding. Oder vielleicht ist es auch einfach der Beruf. Ich weiß es nicht. Kann's euch nicht sagen. Ich glaube, ich weiß, wo wir hinkommen und da habe ich... Oh! Ja, hier geht's aber leider nicht weiter. Das war aber jetzt kein Game Over, ne? Die Gruppe trifft ein verfrühtes Ende. Jetzt kommt eine sehr laute Musik. Auf dem Startbildschirm ist immer laut. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich weiß, dass die Statuen weggehen, wenn man die Kristalle hat. Weil da gingen ja die ersten zwei weg, weil wir haben die ersten beiden Kristalle, den Windkristall und den, den Wasserkristall. Ich dachte, das blockiert uns einfach nur oder so. Und was passiert? Wir sterben einfach. Was ein Quatsch. Alles, das ganze Gelevele auch wieder für den Arsch. Was wir in der Wüste gemacht haben, weil ich ja vor der Wüste das letzte Mal gespeichert habe. Ich meine, dafür haben wir jetzt wieder ein paar Tränke mehr. Aber nett finde ich das trotzdem nicht. Und es sah so aus, als würde ich hier noch einen Weg entlang gehen. Deswegen wollte ich den noch gehen. Bevor wir wieder zurückgehen. Das tat weh. Ich weiß, es ist eigentlich... Bitte nicht auf... Oh scheiße, Refia stirbt, ne? Es wäre auch viel einfacher, das Schiff zu befreien und dann später hier mit dem Luftschiff hier rumzufliegen. Aber nö. Ich wollte jetzt hier mal gucken, was hier so ist. Ist jetzt natürlich doof, dass Refia gestorben ist. War jetzt nicht so der Plan. War wirklich nicht der Plan. Okay, wo geht's hier denn lang? Ah ja. Ja, das ist für später. Genauso wie da, wo die Statuen waren. Das ist auch für später. Ein Eisrochen. Ich hoffe, die Monster sind jetzt nicht allzu stark. Das könnte in die Hose gehen, weil... Weil das könnte hochleveligeres Gebiet sein, wo wir gerade uns befinden. Wie gesagt, das hier ist eigentlich für später, wo wir gerade hinlaufen und gelaufen sind. Aber ich gehe ja schon wieder weg. Okay, direkt nochmal. Muss ich heilen. Am besten Refia, weil es nützt ja sowieso nichts, dass Ark angreift. Also mittlerweile wieder. Es war eine Zeit lang ganz... Oh, bitte greif Refia nicht an. Oder sterbe einfach, bevor du angreifen kannst. Es war ja eine Zeit lang ganz okay, dass Ark angreifen konnte. Aber mittlerweile macht das auch wieder so wenig Schaden, dass es einfach unnötig ist. Aber sowas von, dass er angreift. Deshalb fliegende Gegner und hier diese Rochen, die gelten als fliegende Gegner, die haben auch also Schwäche im Gegensatz, also ich laber wieder Scheiße. Gegen den Dragoner sind sie schwach. Oder Dragoon. Also darf ich hier nicht mal irgendwie einen Meter gehen, ohne dass mir hier direkt die Mobs vor die Flinte laufen? Okay, der hält was aus. Bitte, Refia, sei schneller als Ingus, weil Ingus kann wahrscheinlich einen alleine besiegen. Ich glaube, wir sind hier in hochleveligeren Gebiet, weil die tun echt weh. Wie gesagt, aber Fluggegner haben keine Chance gegen Ingus.
weil er Dragooner ist. Dragoon. Bäh. Oh, egal. Da heilen wir nochmal schnell Inges. Bis 500 dürfte eigentlich reichen. Dann müssen wir uns gleich nochmal ein paar Potions kaufen. Wir müssen nur nochmal wieder nach... Shit, wie hieß die Stadt? Kann sein, dass irgendwie... Ach, kacke. Oh, Mann. Entschuldigung. Ich muss gerade kurz raus haben. Ich dachte, warum ist der Pegel so niedrig von... Oh, ich habe übersteuert. Wieso ist denn der Pegel so niedrig von dem Spiel? Das lag daran, dass ich noch den Filter anhatte von Paper Mario. Also ein Lautstärkefilter, der die Lautstärke niedriger macht. Weil unsere Spieler haben selten die Möglichkeit, beziehungsweise heutzutage ein bisschen häufiger, aber früher halt nicht so, dass man in Konsolenspielen bei den Optionen, also in dem Spiel selber, die Lautstärke niedriger machen muss, kann. Deswegen muss ich das bei OBS machen. Das mache ich dann über einen Filter. Und den habe ich jetzt vergessen. Halt bei, das hier ist, also ich spiele hier gerade auf dem PC. Und, das Spiel, das habe ich ja sowieso, also die Lautstärke, die habe ich ja in den Optionen eingestellt. Deswegen... Es ist schon leise und dann habe ich durch den Filter, den ich aus Versehen angelassen habe, noch leiser geworden, was natürlich doof ist. Das finde ich jetzt nicht so toll, was du da machst. Das sollte arg heilen, beide. So unter 500 ist mir nicht geheuer. Weil die Magier können die schon weghauen, je nachdem, was die für eine Magie einsetzen. Wie gesagt, unter 500 finde ich nicht so gut. Ja, das ist jetzt nicht so toll, dass mir die Dinger weggegangen sind, die Tränke, die Potions. Das dürfte eigentlich, ja, der tut gut weh. Zum Glück habe ich gerade geheilt. Ark wäre nämlich tot gewesen. Ja, der wäre tot. Ne, wäre der nicht, wie weil der 400 hatte und der hat nur 200 irgendwas Schaden gemacht oder 300 oder so. Auf jeden Fall hätte er überlebt. Gerade so, aber er hätte überlebt. Ich heile jetzt mit Magie, weil wir gehen, nicht sehen. Gehen sowieso ins Dorf. Deswegen kann da er gerade auch ein bisschen heilen. Wir machen das mal so. Die gesamte Gruppe ist immer so ein bisschen doof, weil das halt immer nur so wirklich ein bisschen. Muss in das Dorf. Wir sind schon ein Stück gegangen, ne? Also, so. Ich dachte, das war jetzt nicht so weit weg, aber tatsächlich bin ich doch ein Stückchen gelaufen. Ja, lass das mal. Du auch. So, dann haben wir noch mal eine Runde, aber diesmal mit Ark und nicht mit Lunath. Was heißt diesmal? Eigentlich wollte ich mit Lunath gar nicht heilen, bin aus Versehen seine Magie gelatscht. Irgendwie kommt mir das nur so vor, oder seit wir in der Wüste waren, kommt da einfach viel mehr Random Encounter. So, dass ich wirklich hier zwei Schritte gehe und dann ist schon der nächste Random Encounter da. Das tat gut weh. Ja, da muss ich jetzt heilen, weil der Inges so ein bisschen wirklich hart aufs Fressbrett bekommen hat.
Aber so leveln wir hier auch so ein bisschen. Also so ist das jetzt nicht, dass wir hier wirklich nur... Oh nein, nicht eher... Ja. Dass wir hier nur Schwachsinn verzapfen, indem wir hier rumlaufen und nichts tun. Wir kämpfen halt und das bringt uns Erfahrung. Und die bringt uns eben wiederum Level, was uns stärker macht. So funktioniert das Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe das Kampfsystem, also nicht das Kampfsystem, sondern das Leveling-System gerade erklärt. Okay, wir sind dann gleich wieder da, wo wir waren. Das ist ein Wasserfall, da kommen wir nicht hoch. Da war auch, glaube ich, der Wassertempel, da wo der Wasserkristall war. Oh, das tut weh, bitte. Okay. Ich muss sagen, bitte nicht den Ingus, den Ark. Hier müssen wir noch kurz nach vorne gehen. Nicht fliehen. Und du heilst dich mal kurz selber, sonst bist du gleich down, mein Freund. Gut. Ja, dann greif mal an. Und du gehst nach hinten. Ich frage mich, wieso Refia und Luneth den Schwarzpudding so viel Schaden machen. Weil eigentlich der die meiste Angriffskraft hat, ist eigentlich Ingus. Verstehe ich nicht so wirklich, aber naja. Jetzt muss ich nochmal auf die Map gleich schauen, wo hier nochmal das Dorf war. Weil es war, glaube ich, nicht genau unter uns, wo wir gerade sind. Aber ich glaube schon so in der Nähe. Also einfach nach Süden latschen nützt, glaube ich, nicht so viel. Gut. Also gut, dass Mundgeruch daneben ging, das meine ich. Ist Mundgeruch nicht die Attacke von diesen Tentakelnviechern? Ich habe vergessen, wie sie hießen. Bin komplett vorbeigelatscht. Aber ich wollte mich noch mal heilen. Amur, so hieß die Stadt. Nicht nur heilen, sondern ich wollte auch noch mal ein paar Potions kaufen. Weil die sind mir so ein bisschen ausgegangen, weil das macht meiner Meinung nach einfach keinen Sinn. Halb-Potions zu benutzen, weil die heilen fast so viel, wie wir haben. Wir haben natürlich mehr als 500 LP. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen... Ich mag den Overheal nicht. Heißt, mehr heilen, als dass wir Schaden haben. Halt, wenn wir nur 400 Schaden haben und dann 500 heilen, dann haben wir 100 quasi in die Mülltonne gekloppt. Hallo? Was war das? Okay. Dann würde ich jetzt mal dem Fluss folgen, weil erstens kommen da keine Gegner, wenn wir auf dem Fluss sind und keine unterwegs sind. Und zweitens war hier irgendwie so ein Weg. Ach, da ist wahrscheinlich nur der Tempel, ne? Ja, hier ist der Tempel von Arno dazu mal. Okay, Schwarzpuddings. Warum auch immer. Dunkelpuddings. Ja, tut mir sorry. Ich mach mal ein kleines Experiment. Ich mach mal auf den Dunkelpudding auf den unteren. Auf den hinter. Auf hier den linken.
Mach ich mal Vita, einfach mal zu sehen, weil da sind Doppelpotenz. Ich muss mal sehen, ob ich sie damit heile oder. Weil Dunkelpudding, da denke ich immer irgendwie, dass die. Okay, schon gut. Es geht nur bei Untoten. Und das sind ja keine Untoten. Aber ich dachte trotzdem, dass irgendwie Lichtmagie denen nicht so gut gefällt. Hätte ich jetzt gedacht. Oli mögen die wahrscheinlich nicht. Oder Sanctus, wie das im Deutschen meistens heißt. Oder heilig wird es auch manchmal genannt, aber am bekanntesten ist der Holy von Final Fantasy 7. Da ist ja das die große Materia, die. Das ist eigentlich schon ein hart Spoiler-Gebiet, ne? Was ich da gerade verzapfen wollte. Ja, hier gibt es jetzt nicht irgendwie so viel, was ich auf dem Fluss hier erkunden kann, deswegen würde ich schon so langsam hier in die Richtung gehen, nach Süden. Ab in den Süden. Ejo, was geht? Ich kenne das Lied nicht weiter. Das ist halt so. Nee, das ist nicht Ballermann, ne? Weil. Oder. Doch, das war Ballermann. Ich weiß nicht mehr, war Ab in den Süden ein Sommer- oder ein Winterlied? War es Ballermann oder Apres-Ski? Halt, mein Vater hat sowas oft gehört, so Ballermann Musik. Also hier so sehr viel Schlager, aber auch sehr viel, wie nennt man das? Man nennt es nicht einfach nur Ballermann-Hucke. Ich habe es vergessen, um ehrlich zu sein. Wie nennt man diese Art von Musik auch noch? Halt nicht Schlager, sondern. Oh, ein Chocobo. Habe ich die Chocobo? Cool. Ich kann hier mit dem Chocobo rumlaufen. Übers Wasser. Cool. Das ist ja nett. Und hier geht's, glaube ich, längs, ne? Da ist der Sumpf. Ich bin voll falsch gelaufen. Wollen wir? Nee, ich gehe nochmal zurück, wo wir waren. Ich weiß, wir sind schon da, wo wir eigentlich sein müssten. Aber hier, verschwinde mal. Ich will leveln. So dumm ist das eigentlich, aber ich muss halt leveln, weil ich kann mich daran erinnern, dass der goldene Palast von dem Dude, das wurde uns ja schon gesagt, dass der sehr viel mit Gold sammelt und so, dass da ein bisschen was stärker war. Daran kann ich mich erinnern, von damals, als ich jetzt gespielt habe. Blind finde ich jetzt nicht so nett. Ist auch vorbeigegangen. So.